Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich nehme euch wieder mit auf eine Reise durch Scum. Und wie versprochen, in der letzten Folge haben wir ja schon alles vorbereitet. Ja. Da haben wir ja ins Auto einiges eingeladen. Jetzt fahren wir zum Händler. Auto ist vollgetankt. Und schau mal, was wir da für diesen ganzen Krimskrams-Schrott da bekommen. Waffen habe ich auch nur repariert, dass wir Höchstpreise erzielen können. Weil natürlich kriegt ihr die guten, teuren Preise im Ankauf dann nur vom Händler, wenn die Waffen natürlich auch astrein sind. Also die Wertigkeit möglichst bei 100%. Wenn es jetzt 99% sind oder so, mein Gott, dann sind halt mal, was ich, 100 Scam-Dollar weg oder so. Das ist dann nicht so wild. Aber wenn er halt mit einer Waffe mit 50 oder 30% kommt, dann kriegt er fast nichts mehr dafür. Ne? Also da müsst ihr dann gucken, dass er sie repariert. Und dann muss man halt immer schauen, ne? Dass man halt dann dementsprechend auch immer gut dabei ist und dann halt seine Scam-Dollars in Sicherheit bringt. Aber wie gesagt, hier bei uns auf dem Milizserver, jetzt ist der Run auf die Händler offen. Die ganzen Spieler looten, was das Zeug hält, verkaufen es, um Scam-Dollars zu machen, weil die könnt ihr exklusiv bei uns auf unsere Milizbank bunkern. Die könnt ihr beim Cash Day 1 zahlen. Alle 2 Wochen ist im Schnitt Cash Day. Je nachdem, wie die Nachfrage ist, ja, kann auch der Radius mal erhöht werden. Aber da wir ja nie wissen, wie jetzt der Vibe kommt, wird sich wahrscheinlich der Randall dann schon auf 2 Wochen einschießen. Der macht auch immer gute Händlerangebote, das heißt, jede Woche ist mal was anderes dran, was besonders viel Geld also bringt, ja. Und ja, das ist natürlich jetzt schon eine interessante Sache. An dieser Stelle ein Dankeschön von mir an Randall, dass er sich die ganze Arbeit macht mit dem ganzen Economy-Gedöns. Ja. Meins ist es nicht ganz, ne? Aber was will man machen? Bin ich schon froh, dass ich einen Randall habe, der das alles übernimmt. Und so kriegt man halt dann immer wieder einen Ansporn, auch einmal wieder was zu looten, was zu suchen. Dann kann man auch sich dann durchaus auch einmal testen. Ja, weiß ich, wo es was gibt. Ne? Wenn es was Spezielles, wie jetzt zum Beispiel der Akkubohrer. Ja, jeder lässt ihn liegen, ne? Weil keiner braucht ihn. Ja. Aber wenn man da halt sagt, okay, man kriegt für einen, der 100% hat, 10.000 Scam-Dollar, dann lässt man ihn mal liegen. Dann sucht man ihn. Und so bringen halt die Admins immer mal wieder ein bisschen neuen Wind rein. Und ja. Kommt auch bei den Spielern gut an. Zumindest mal bis jetzt. Was ich so mitbekommen habe. So, B4-Händler, zack, zack.
Also Moja, ja, jetzt siehst du mal, wie ich fahre. Da geht es zack, zack, zack. Oh, Steine, Vorsicht. Nichts kaputt machen. Kostet teuer Geld. Abgewürgt, natürlich. Ne? Was haben wir jetzt hat? Inventar öffnen. Nehmen wir doch mal das mit und das mit. So, jetzt will ich hier die Scam-Dollar rollen sehen. So, jetzt sehen wir mal. Boah, da kriegen wir schon was. Halter, das verkaufen wir. Ja, MP5, 50er BMG Munition verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Puh, ja, bringt nicht so viel. 1500, ja, könnte auch mehr sein. Naja, passt schon. Klein Vieh bringt halt arm ist. Ja. Aha, 4. 282 Scam-Dollar einzeln, ne? Mit 85%, 98%, 10 Schuss, 8000. Also da seht ihr schon die Prozentzahl, was die schon ausmacht. Dann haben wir das noch und das noch. Oh, Brom, 768, ist ganz gut. Alle Achtung. Ja, 70%, 439, ja, doch. Kann man auch noch mit reinhauen. Was haben wir dann? 27.000 verkauft. Alter Schwede. Klack. Raus hier. Lass den Flieger kommen. So. Was kriegen wir denn hier? Oh. Verkaufen. Also immer auf hier oben rechts auf Verkaufen. Dann habt ihr die Übersicht. Das irritiert dann nicht so. Oh, 4000. Okay, ist nicht so viel. Kommt aber gut hin. Alter,
184, ne? Hier seht ihr das, 37%. Also wenn ihr da 100 hättet, wäre er wahrscheinlich beim Dreifachen. Und tschüss. Ja, genau. Meine Red Bull-Dosen fallen auch nur um. Passt schon. Alles rebelliert hier. Nur weil der Cereals alles hier verkaufen will. Was er nicht braucht. Oh, geh doch hier raus, Mann. Also überall kann man mit Escape raus, nur beim Händler nicht. Das sollten doch einmal die Entwickler mal nachhelfen. Öffnen. Was haben wir denn alles? Da haben wir noch was. So. Würde ich noch einmal sagen. Packen wir noch das ein und das und das. Das. Ja, alles weghauen. Braucht kein Mensch. Militär haben wir nichts mehr. Nee, das war's dann. So. Was ist jetzt? Obviously, that thing registered. Kidding. Nobody cares. Ah, 34.000 haben wir schon. Der Ratter geht mir auf den Sack. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Let's see what you have. Also seht ihr, für Wanderrucksack 400 Scam-Dollar, ne? Das ganze Ding zweieinhalb.
Null. Wo habe ich da einen Nullartikel? Okay. So, das kommt auch noch mit dazu. Ah, das ist draußen. Das nehmen wir noch raus. Okay. Schauen wir mal. See ya. Dann muss der das ja verkaufen können. Eigentlich. Theoretisch. Verkaufst du den Scheiß? Ja. That thing registered. Kidding. Nobody cares. So. Dann kommt der mal wieder da rein, dann kommt der dahin. Welcome, welcome. Feel free to browse around. So. Let's see what you have. Da haben wir alles soweit. Here's what I've got. Let's see what you have. Passt, 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 passt. Noch einmal verkaufen. Null. Ah, okay, das muss raus. Null. Was ist da noch auf Null? Das muss auch noch raus. Gibt's noch was? Ah ja. Das nimmt er auch nicht. Aber das nimmt er wieder. Also. Pff. Ciao. Und ciao. Und Ausgang. Have a nice day. So, Inventar öffnen.
den mal weg. Zack, zack, zack. Kann man das auch machen. Kann man ja wieder bauen. Kann man ja wieder bauen. Na, viel gibt's da nicht. You better give me good price. Bums. Was gibt? 1600. Ja, hauen wir mal zwei rein. Warenkorb kaufen. Lass mal mal im Auto was haben. Weil da bin ich nicht so gut ausgestattet. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Let's see what you have. Make sure. So, dann haben wir da zumindest jetzt mal ein bisschen noch, falls wir irgendwo anbumsen. Falls wir irgendwo anbumsen. So, was haben wir jetzt an Geld gemacht? Ja. Ach, hey. 40, knapp 41.000. Dann haben wir ja 3,2 noch bezahlt. Das sind also 44.000, wo wir gemacht haben. Mit dem, was wir jetzt dabei gehabt haben. Und das war ja echt noch nicht viel. Das war ja nur ein, ich sage jetzt mal ein bisschen was. Oh. Kann man zufrieden sein, würde ich sagen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. So. Dann können wir mal gucken. Was es im Krankenhaus gibt. Also wann diese komische Bank kommt, will ich auch mal ganz gern wissen, ne? Antibiotika, okay. 382. Und was verlangen sie? Boah. Die sind ja krank, hey. Das sind die Mediziner, ne? Das sind die Mediziner. But hey, they work. Ja.
So, Moja, jetzt kannst du wieder schauen, wie das Siegel jetzt nach Hause fährt. Ja, wie gesagt, und dann geht man wieder looten, holt sich wieder alles, repariert wieder alles. Und ja, dann geht's halt weiter, ne? Aber jetzt haben wir, wie gesagt, knapp 41.000. Jetzt schauen wir mal dann zu Hause, wie viel wir da haben und wie viel Geld wir überhaupt haben. Weil am 17. ist ja Cash Day. Ah, Umpunkte. 10 Stück kann man dazu bekommen. War nicht schlecht. So, Moja, aufpassen. Kannst hier auch gleich hochfahren. Rums. Dann hast du den Schwung dabei. Und an den Strommasten kannst du dich gut orientieren. Siehst du, da ist die Kirche. Da sind die ganzen bösen Steine. Und hier hast du schon die Straße. Ganz einfach. Bei unserem Moja hat nämlich massive Orientierungsschwierigkeiten beim Autofahren. Wenn da der Olli nicht mit dabei ist, dann wird es ein Abenteuer. So, dann kann man hier durch die Wiese wieder abkürzen. Ist relativ safe. Und dann bist du schon auf der kerzengeradenen Straße bis nach Spigovina.
Unsere Heimat hat uns wieder. Zumindest mal so halber. Was steht denn da so komisch? Wer packt denn hier so sein Auto? Kommt mir ja kaum vorbei. So. Mein Tresor. So, was haben wir denn da? Okay. Das kann man damit aufsetzen. Dann haben wir das. So, dann haben wir 20, 30, 40, 50, knapp 60.000, ganz knapp. Ja, ist doch schon mal was. Da kann man schon mal was machen mit. Auch wenn wahrscheinlich der Randall wieder sagt, le Peanuts, ne? Aber für ein Series ist das viel. Sehr viel sogar. Ja, muss man einfach schon sagen. 60.000, wow. Klamotten. So. Tun wir die mal hier rein bunkern. So. Aber naja, war ja schon mal ein bisschen was, ne? Dann können wir natürlich jetzt hier reparieren. Ums. So. Dann schauen wir mal, was wir auf der nächsten Einkaufstour dann haben. Werde ich aber erst einmal irgendwie in einen Bunker oder was rein müssen. Aber es wird natürlich schon eine hübsche Sache, ne? Also, wir werden schon noch einiges machen können. Was ist das für ein Auto? Und was ist das schon wieder für eine Kutsche? Hey! Böses, böses Motorrad. Was haben wir da drin? Hm. Oh. Wieder Money, Money, Money. So. Schwer zu treffen. So. Dann würde ich doch einmal sagen, sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn der Seal jetzt wieder unterwegs ist in Scrum. Und bis dorthin wünsche ich euch alles Gute. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann bis zur nächsten Folge in Scrum. Ciao, ciao!